Heute im Interview Sven Herzog, der ist der neue Leiter des Athletikbereichs beim FSV Mainz 05. Herzog, wenn Sie ganz kurz beschreiben würden, was Ihre Funktion ausmacht und was Ihre neuen Tätigkeitsbereiche sind. Also meine neuen Tätigkeitsbereiche sind eben übergeordnet die Leitung der Athletik, vor allem auch die Vernetzung mit den anderen Funktionsteams, Ärzte, Physiotherapeuten und natürlich vor allem natürlich die Zuarbeit und die Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer. Sie kommen aus dem Eishockey-Bereich, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Von den Augsburg Panthers meine ich, ne? Augsburger Panther auf Deutsch, ja. Wie kommt das, dieser Schritt, und wie lässt sich auch der Fußball mit dem Eishockey vergleichen? Also der Schritt war folgender. Also der Club Mainz 05 kam eben auf mich zu über einen externen eingeschalteten Berater, der mehr oder weniger Kontakt zu mir aufgenommen hat, der wahrscheinlich den Markt sondiert hat. Und es war mehr oder weniger der Wunsch so an mich herangetragen oder die Vorüberlegung, jemanden zu holen, der nicht aus dem Fußball kommt. Und dann haben die bei mir geklingelt. Fußball und Eishockey, zwei grundverschiedene Sportarten, gerade in athletischer Hinsicht. Wo sind da die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo kann man vielleicht auch Dinge aus dem Eishockey auf den Fußball projizieren? Also ich denke, Gemeinsamkeiten sind folgende: die wiederholte Sprintfähigkeit. Das ist beim Eishockey wie beim Fußball gefragt. Ich denke, da kann vielleicht der Fußball vom Eishockey was lernen, gerade was spezifisches Krafttraining angeht für die wiederholte Sprintfähigkeit. Der größte Unterschied ist sicher im Bereich des aeroben Systems, also der Grundlagenausdauer. Da müssen Fußballer schon mehr abliefern, wobei Eishockeyspieler schon ausdauernd sind. Aber die haben natürlich immer 45 Sekunden Belastung ungefähr. Und ein Fußballspieler, also ungefähr 6 bis 8 Mal im Drittel, ein Fußballspieler spielt 90 Minuten durch, wenn er ganz komplett aufgestellt ist. Und dadurch ist natürlich die Ausdauerkomponente nochmal eine größere im Vergleich zum Eishockey. Für Sie ist es jetzt der erste Job im Bereich Fußball. Was können Sie den Jungs hier bei Mainz 05 mitgeben und in welchen Bereichen kann da noch zugelegt werden? Ja, das ist eine Frage, die vielleicht etwas zu früh kommt. Ich bin jetzt erst ein paar Wochen da. Ich habe mir jetzt ein Bild verschafft und muss sagen, die Abläufe sind sehr professionell. Das ist wirklich, meine Kollegen haben da bisher auch einen Top-Job gemacht. Also die Bewegungsqualität der Spieler ist top. Axel und Jonas haben da top gearbeitet, ne? Wir kommen auch wirklich gut klar zusammen. Jeder hat halt so einen anderen Themenschwerpunkt, den er mitbringt. Wie ich die Spieler beeinflussen kann, das müsste man die Spieler selber fragen, ne? Also ich versuche nah an der Mannschaft dran zu sein. Also ich sehe mich nicht als Leiter Athletik, der da irgendwie im Büro sitzt und dann Daten auswertet und sagt, was trainiert werden muss. Also ich will wirklich mit den Kollegen auch auf dem Platz oder im Trainingsraum sein. Also Sie führen es ja schon aus. Also im Athletikbereich bewegt sich der Fußball schon nah an der Perfektion. Gibt es da vielleicht noch den einen Impuls, der Ihnen vorschwebt, den man noch setzen kann? Ich glaube, der größte Impuls, den wir jetzt setzen werden und auch können, ist die noch bessere Individualisierung. Mit drei Athletiktrainern jetzt, mich einbezogen, haben wir natürlich die Möglichkeit, unglaublich individuell zu arbeiten. Sowohl im Bereich Energiesystemtraining, aber auch Krafttraining. Je nachdem, was der Spieler einfach läuferisch braucht, ne, hat er Defizite in Herzfrequenzerholung, ne, braucht er ein anderes Laufprogramm. Hat er ein Problem in der Sauerstoffaufnahme, braucht er ein anderes Laufprogramm und auch positionsspezifisch, ne, braucht er vielleicht andere Laufprogramme. Ja. Und da haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, mit der Manpower das auch abzubilden. Genau diese Dinge werden ja mit unheimlich vielen technischen Daten mittlerweile belegt. Wie gläsern ist denn mittlerweile der Fußballprofi von heute und wo definieren Sie da auch vielleicht eine ethische Grenze? Also für mich ist die ethische Grenze ganz klar, wie die Daten verwendet werden. Also für mich ist es ganz entscheidend, dass die Daten zur Gesundheitserhaltung, ne, das ist ganz zentral. Also viele Daten, die wir auch erheben, dienen ja auch dem Gesundheitsmanagement, weil einfach die Spieler schon sehr hoch belastet werden. Und einfach, dass der Spieler das Gefühl hat, okay, das, was die mit mir machen, ist, was mich besser macht. Und die ethische Grenze ist dann,
für mich gegeben, wenn ich den Spieler damit exponieren würde, in irgendeiner Form, oder darüber Sanktionen ausgesprochen werden würden. Also das wäre für mich eine Grenze, wo ich sage, da wird es schwierig, da verlierst du die Spieler. Also die Spieler jetzt in dem ganzen, die ganzen Werkzeuge, die wir Athletiktrainer da nutzen, funktionieren dann, wenn du die Spieler mitnimmst. Die Jungs müssen es einfach wollen. Wie offen sind dann die Jungs dafür? Stellen die sich manchmal quer oder ist das eigentlich kein Problem? Also die Professionalisierung im Fußball, das kann ich ja jetzt mal also neutraler vielleicht bewerten, weil ich jetzt neu dazugekommen bin, ist schon sehr hoch. Also die Jungs schauen, wie sie sich ernähren, ne, pflegen sich die ganze Bewegungsvorbereitung vorm Training. Das ist schon sehr professionell. Da merkst du einfach auch in den Nachwuchsleistungszentren in Deutschland, dass vielleicht, wo das Eishockey was lernen kann, wo einfach nicht die monetären Mittel vorhanden sind und die Nachwuchsleistungszentren im Fußball einfach viel, viel weiter sind. Und wir haben natürlich eine junge Mannschaft und wenn ich jetzt die 16-, 17-Jährigen, die wir teilweise dabei haben, wenn ich sehe, wie die arbeiten, wie die, was für eine Struktur die mitbringen in der Art, wie man sich vorbereitet, nachbereitet, muss ich sagen, sind die weiter als im Eishockey, definitiv.